Ja, meine Damen und Herren, liebe Puchheimerinnen und Puchheimer, ich begrüße Sie herzlich zu diesem Abend, der etwas anders ist als die bisherigen Veranstaltungen, die Sie als Neubürgerinnen und als Neubürger begrüßt haben. Mein Name ist Norbert Seidel, ich bin erster Bürgermeister dieser wunderbaren Stadt und vor 10 Jahren wurde diese Stadt zur Stadt erhoben. Auch das wollen wir miteinander feiern unter dem Motto Zukunft gemeinsam gestalten. Wir haben über 1000 neue Puchheimerinnen und Puchheimer eingeladen und viele wollten heute kommen und ganz, ganz wenige haben es geschafft, eigentlich fast niemand, weil Corona es uns nicht ermöglicht hat, vielleicht noch nicht ermöglicht hat, dass wir das wieder machen. Diejenigen, die da sind, getestet, geimpft, getrennte Betten oder eben isoliert nach draußen verlegt, die Blasmusik, die sie abgeholt hat und hier in das PUC hineingeführt hat. Ich hoffe trotzdem, Sie können Kontakt halten über unsere Online-Medien hier, über GoToMeeting, in der natürlich Sie auch jederzeit Fragen, Kommentare und die Chat-Funktion dann auch nutzen können. Nutzen Sie sie und kommen Sie immer wieder mal zu Besuch zu uns herein. So. Lassen Sie sich heute überraschen von persönlichen Eindrücken, von beeindruckendem Engagement, von Promis und Politgrößen, von Vereinen und vom politischen Leben hier in Puchheim und von Musik von Funzblech. Und ich hatte heute einen Düsseldorfer Neubürger zufälligerweise hier im PUC zu Besuch und der hat es ein bisschen mit meinem bayerischen Slang schwer getan. So. Deswegen Ihnen auch als Neubürgerin und als Neubürger, geht die Kamera mit. Ja, auch nochmal ein bisschen Sprachheilkunde in Richtung Bayern. Ich erkläre Ihnen diese bayerische Wortschöpfung Pfunzblech. So. Sie kennen natürlich den Begriff Pfunzkerl und der Pfunzkerl sind einfach großartige Typen, die es gut drauf haben und wirklich einfach verlässlich sind und vertrauend sind. Und die Leute, die da draußen die sind, die 5, das sind wirklich großartige Typen und die haben jede Menge Blech dabei, ja, Trompeten, Tuben und Posaunenblech und mit diesem Blech machen sie Musik und das ist die Wortschöpfung Pfunzblech. Tolle Musik, tolle Typen, 2 Stücke Pfunzblech jetzt. Gut.
Ja, liebe Gäste, bin ich drauf? Liebe Gäste, Sie können natürlich auch zu Hause gerne mitklatschen. Ich habe hier Elisa und Maximilian, Michelle, Willeke, Gudrun, Günther, Gudrun und viele, viele andere, die sich hier zugeschaltet haben. Und ja, ich merke aus den Chat-Kommentaren schon, es geht ein bisschen Wehmut um, dass man hier das Volksfest vermisst hier in Puchheim. Mein Herz blutet auch, dass wir kein Volksfest haben, aber ein bisschen Ersatz haben wir, ein kleines Volksfest. Und wenn Sie hier am Puckhügel vorbeischauen würden und vorbei hören würden, dann kriegen Sie wirklich ein bisschen Gänsehaut, weil natürlich so Musik live zu hören ist ganz was anderes. Ich habe Gäste und den ersten Gast, den ich begrüßen möchte, ist Gisella Gigliotti. Und Gisella, du hast uns hier etwas mitgebracht. Du möchtest deine persönlichen Eindrücke hier über Puchheim erzählen und dein persönliches Puchheim vorstellen. Ich freue mich. Muss ich da was drücken? Nein, nichts drücken, nur reden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Natürlich die hier im Saal, wie auch zu Hause vor den PCs. Als der Norbert Seidel auf mich zukam und mich gefragt hat, Mensch, komm doch mal und erzähl mal ein bisschen dein Puchheim, da war ich erst mal überrascht und ich habe mir gedacht, der hat echt hellseherische Fähigkeiten, der Mann. Weil ich viele Standorte in meinem Leben hatte und nirgends war ich so lang wie in Puchheim. Ja? Ich stelle mich kurz vor, Gisella Gigliotti mein Name, ich bin 61 Jahre alt, bin in der zweiten Periode im Stadtrat gewählt und sitze dort als Fraktionsvorsitzende für den Grünen. Ich bin mit 12 Jahren nach Deutschland gekommen und mein erster Aufenthaltsort war Peißenberg. Wer kennt denn Peißenberg? Ja, genau. Dort habe ich eine Weile mit meinen Eltern gewohnt und dann ging mein Vagabundenleben los. Ich war dann in Weilheim, dann war ich in Peiting, dann war ich wieder in Peißenberg, dann war ich wieder in Weilheim und dann habe ich mich entschieden, in die Stadt zu ziehen, um dort mein Abitur zu machen. Und für mich das Entscheidende war oder ist, warum ich heute hier sitze, ist, nirgendwo habe ich mich so wohl gefühlt wie hier in Puchheim. Puchheim ist keine schöne Stadt, Herr Seidel. Ja, Puchheim ist ein bisschen eine zerrissene Stadt. Wir haben Puchheim-Ort, wir haben Puchheim-Nord, wir haben Puchheim-Süd. Und die große Integrationsaufgabe besteht darin, diese drei Ortschaften miteinander zu verknüpfen, ja? Es lebenswert zu machen und lebenswert zu machen. Wobei ich muss sagen, es hat sich vieles getan, dank dir auch, Norbert. Als meine Kinder noch klein waren, haben wir 2,5 Jahre in Puchheim Ort gewohnt. Und da, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich nicht so heimisch gefühlt. Aber das war jetzt vor 20 Jahren, das war 1900. Es ist länger als 20 Jahren. Das war 95, ja, als wir dort gezogen sind. Und was hat mich nach Puchheim geschlagen? Ja, die Liebe. Wie bei allem im Leben ist die Liebe die entscheidende, der entscheidende Impuls, um am eigenen Leben was zu verändern. Und so habe ich aufgehört, sozusagen eine Nomadin zu sein, umzuziehen von hier nach dort und von dort nach hier und habe mich entschieden, Puchheim als meine Heimat zu betrachten. Warum ist Puchheim meine Heimat? Ich liebe die Menschen hier. Ich weiß, wen ich immer wieder begegne. Ich kenne jemanden und ich kenne viele dem Namen nach. Ich kann sagen, hallo Sabine Christi, wie geht's dir? Ich kann auch Bayerisch, obwohl ich Italienerin bin. Ja, sehr, sehr gut sogar. Oder ich gehe ins Schokolädchen oder ich gehe zu Frau Bräunling. Und es sind immer bekannte Gesichter, die mir begegnen. Und das macht für mich diese Stadt liebenswert. Ja. Liebenswert auch die Gestaltungsfreude, die ich erlebe in dieser Stadt. Es gibt so viel Engagement, es gibt so viele Menschen, die sich umeinander kümmern, es gibt so viele Menschen, die sich um die Außenanlagen kümmern. Ich liebe das Ramadama, ich weiß nicht warum, aber für mich ist das Ramadama der Ausdruck, ja, der Verantwortlichkeit und der Liebe zu dieser Stadt. Einmal im Jahr zu schauen, dass man diese Stadt so einfach sauber bekommt, ja. Und da kriege ich immer so eine Gänsehaut, wenn ich sehe, wie viele Leute sich da engagieren. Das ist der Wahnsinn, ja. Also das berührt mich ganz, ganz stark. Genau. Und hier in Puchheim, natürlich habe ich meine Kinder hier großgezogen. Ich bin in den Stadtrat gezogen. Ich lebe immer noch hier und ich möchte auch weiterhin hier leben. Und eigentlich
möchte ich auch hier sterben, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja? Weil ich mich zum ersten Mal, seitdem ich von meiner Heimat Süditalien weg bin, mich auch verwurzelt fühle. Das ist das, was ich so ein Puchheim auch liebe. Und ich habe Ihnen zum Abschluss ein Zitat mitgebracht. Entschuldigen Sie bitte, brauche ich meine Brille dazu. Von Gabriel García Márquez. Er schreibt: Vielleicht möchte Gott, dass du im Laufe deines Lebens viele falsche Menschen kennenlernst, damit du, wenn du die richtige Person triffst, sie auch zu schätzen weißt und dankbar bist. Ich möchte es ein bisschen ummodeln. Vielleicht möchte Gott, dass du im Laufe deines Lebens viele falsche Orte kennenlernst, denn wenn du auf den richtigen Ort triffst, es auch zu schätzen weißt und dafür dankbar bist. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibst du nochmal da? Ja, danke Gisela, das war ja fast eine Liebeserklärung hier für Puchheim. Jetzt frage ich dich einfach mal, Gigliotti hört sich jetzt nicht nach oberbayerischen Hugelfing an. Nee. Du hast es gesagt, du kommst eigentlich aus Italien, aus Süditalien. Ja, ich komme aus Kalabrien, das ist das ärmste Land in Italien. Ja. Das vom Meer umringt, es riecht ständig nach Salz. Aha. Und es gibt tolle Berge, wo man auch im Winter Skifahren kann. Aber wie gesagt, ein sehr unterentwickeltes Land und das ist auch meine Heimat. Also es gibt für mich keine erste und zweite Heimat, es gibt einfach ein Gefühl von Heimat. Wie bist du denn nach Deutschland gekommen? Was war da der Auslöser? Der Auslöser war natürlich die Migration meiner Eltern. Und meine Eltern haben immer... Und die sind in Peißenberg gelandet, Arbeiterstadt. Ja, genau. Ja. Mein Vater hat eine Weile in einem Bergwerk gearbeitet. Ja. Und damals gab es viele Nähereien in Peißenberg, Hummelsheim und wie die alle geheißen haben, und hat meine Mutter gearbeitet. Mhm. Genau. Jetzt hat er tatsächlich Peißenberger Beziehung zu Puchheim. Auf der Planier liegt Peißenberger Kohle, Brand. Ja. Mhm. Die Peißenberger haben sehr viel Kohle nach München geliefert und die München haben die Kohle verbrannt und dadurch ist dann Asche entstanden. Die Asche ist von München nach Puchheim verbracht worden und dort sortiert worden, dieser Abfall. Und deswegen liegt viel Peißenberger Kohleasche hier in Puchheim auf dem Boden. Ja. So, also da schließt sich fast ein bisschen Kreis. Der Kreis, genau. Wir waren ein bisschen bei den bayerischen Sprachworten. Ramadam hast du gesagt, so, das ist ja auch so ein urtypisches bayerisches Wort, so, vielleicht für unsere internationalen Gäste hier. Was heißt Ramadam und was ist Ramadam? Ramadam ist, wir räumen gemeinsam auf, das kommt ja vom Aufräumen. Uh-huh. Ja, und was heißt Dama? Das Datma. Das Datma, ja, also das würden wir tun. Ja, das ist daher das Wort Ramadam. Und das ist einmal im Jahr, das weißt du ja, in Puchheim, wo einfach die Grünanlagen alle, die Frau Koch guckt mich an und grinst, weil sie ist auch immer dabei, wo dann die Leute einfach so sich um ihre Ortschaft und um ihre Stadt kümmern. Genau. Ist meistens auf jeden Fall im Frühjahr, bevor die Vögel dann irgendwie in den Büschen dann anfangen zu brüten. Genau. Und kennzeichnet schon auch ein bisschen Puchheim hier und ist ein bisschen also ein Qualitätskriterium auch. Auch wir haben es heuer auch trotz Corona durchgeführt. Es waren sehr, sehr viele Leute dabei, die sich engagiert haben. Und das, glaube ich, hast du auch in deinem Bekenntnis gesagt, so das, was Puchheim schon ausmacht, sind die Leute, die sie einbringen, die dabei sind, die mitmachen. Ja. Und eine davon bist du. Und danke. Dir herzlichen Dank nochmal für deinen Beitrag. Ich habe hier hinter mir eine kleine Wirtshausszene zum Puchheimer. Und zum Puchheimer ist eigentlich immer ein bisschen was los normalerweise. Wir haben ja eine hervorragende Wirtshauskultur in Puchheim. Das war jetzt ein bisschen ironisch. Wir kämpfen um eine hervorragende Wirtshauskultur hier in Puchheim. Aber eins dieser besten Wirtshäuser, das wir hier haben, ist auf dieser Puckbühne, nämlich zum Puchheimer. Und da ist normalerweise immer ein bisschen Betrieb, immer ein bisschen Gast. Und ich weiß gar nicht, warum das heute nichts los ist. Okay. Bin ich jetzt dran? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht. Stimmt die Abfolge? Ja, komm mal auf. Heinrich, gib mir schnell ein bisschen Marschierpulver. Ja, jetzt geh ich einmal aus dem Bild. Jawohl, da kommt's, da jetzt passt auf. Juhu! Ja!
Das war aber jetzt ganz ruhig. He? Das machen wir jetzt gleich nochmal. Ich gehe jetzt nochmal runter. Dann komme ich rauf. Na, gebt ihr euer Bestes. Alles klar. Und hier kommt der Wolpert. Bitte Applaus! Ja! Juhu! Genau so! Ja, 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 ja! Hallo und Servus! Musik aus! Danke, Bussi! Ja, hallo und Servus, Freundinnen, Neumitbürgerinnen, Puchheimerinnen. Schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut in der Krise? Ja, wenn's euch nicht gut geht, denkt an eure Couch. Die muss auch mit jedem Schorst zurechtkommen. Und sicher fragt ihr euch genau jetzt, wer ist denn das jetzt? Und ich antworte euch, ich bin der Wolpert. Und da bin ich daheim. Oder besser, war ich vielleicht daheim, wenn ich nicht schon in München wohnen tun tät. Gell, aber ich habe vor, mich spätestens irgendwann einmal in Puchheim häuslich niederzulassen. Aber erst, wenn es zerplatzt ist, die Immobilienblase. Ja, und da bleibe ich auch gleich in der Humorzone. Denn ich bin heute zuständig für den Humorteil des Programms. Und da will ich auch gleich nicht mit zotigen Flachwitzen sparen und komme zur Bundesnotbremse. Du hast dir, stellt euch Folgendes vor, auch ihr daheim, stellt euch das vor, du hast in Medizin promoviert, du hast dich 20 Jahre mit Virologie beschäftigt, kannst Statistiken auch verstehen und bist weltweit vernetzt. Und dann kommt der Seppi aus Hintertupfing, hat sich 30 Sekunden durch Facebook geklickt und weiß es jetzt besser. Und während du nur 20 Freundinnen auf Facebook hast, weil Posten nicht so dein Ding ist, hat der Seppi aus Hintertupfing 3000 Followerinnen. Seine eigene Blase, seine eigene Botschaft bringt er und das Volk. Ja, weil der Seppi ist hauptsächlich gut ausschaut, eine Harley fährt und viertelstündlich Selfies mit Augustiner Edelstoff postet. Ja, gestern im Fernseher 5000 Querdenkerinnen schreien, wir leben in einer Diktatur. Ja, macht das einmal in China, da haben wir dann 5000 vermisste Personen. Nein, schreit Diana aus Kassel, ich lasse mir die Realität nicht vorschreiben. Ja, aber Herrschaft, jetzt ist mein Steckerl weg. Fix, wurscht. Ich lasse mir die Realität nicht vorschreiben, was ich wahrnehme. In diesem extremsten Ausnahmezustand seit dem Krieg in Deutschland, das je Deutschland erlebt hat. Die CDU-Basis ist not amused. Jetzt hätten sie fast einen gescheiten Kanzler gekriegt, gell? Einen, wo man sicher sein kann, der macht das garantiert nicht, was er vorher gesagt hat. Ja, einen der beliebtesten Politiker Deutschlands. Ist das der Wahnsinn, oder? Der Virus wirkt bei manchen auch aufs Hirn. Das sind die ungezählten Opfer der Pandemie. Wir unsere Bazooka-Boys, die sind ja eigentlich keine Täter, sondern Opfer. Okay? Die ballern mit einem dicken Rohr auf alles, was mal Geld gespendet hat. Ja, der eine dick, der andere ein Schlumpf. Der Dicke schreit rechts, der andere nein, nein, links. Dann sehen beide was Großes, halten drauf und bäm, erwischt. Und eine Schar von deutschen Fluggesellschaften, aufgescheucht von einer milliardenschweren Subvention, flattert wie die Phönix aus der Asche. Und die verlieren beim Aufstieg goldene Eierchen für ihre Investorinnen. Derzeit weint die ganz kleine Gastronomin auf den letzten Kontoauszug ihres überzogenen Dispo-Kredits von ihrer lieben Sparkasse, die sich den redlichen Fleiß und das hohe Risiko beim Gelddrucken mit ordentlichen Zinsen von knapp 15% hat bezahlen lassen. Ja, und leise jammert die Zwangsschuldnerin vor sich hin. Hätte ich nur was Systemrelevantes gelernt, zum Beispiel Stewardess. Ja, Freunde, Systemrelevanz. Der Wert eines Menschen ist seine Relevanz. Drum liebet bedingungslos, dass auch ihr bedingungslos geliebt werdet. Ich höre mich ein bisschen oben der Ratzinger, oder? Ja, wie auch ihr neuen Mitbürgerinnen geliebt werdet als Neue in diesem wunderbaren Städtchen Puchheim.
dass durch euch ein bisschen bunter wird. Wahnsinn. Und bei bunt kenne ich mich aus. Ich habe ganz klein angefangen. Gell? Ich war erst Türsteher bei der Augsburger Puppenkiste. Gell? Bei bunt kenne ich mich aus. Freunde, auch in Puchheim ist die Presse nicht nur rot, grün und links. Und gendern ist auch für immer mehr Puchheimerinnen eine Frage des Respekts und kein Wahnsinn, der meist sehr alte Männlein in denselben zu treiben scheint. Gell? Dafür halten viele pensionierte Panzerpiloten die Abzockerei mit FFP2-Masken und eine jahrhundertealte Vetternwirtschaft für traditionelles Brauchtum. Ja, und wie sich auch die Sprache schon immer entwickelt hat, entwickelt sich auch unser Puchheim weiter zu einer Stadt mit bezahlbarem Wohnraum für alle, die gerne in Puchheim leben wollen. Ah, ich liebe solche Witze. Ist das nicht lustig? Ha, oder wenn du nicht eine halbe Million hast zum Kaufen, miet dir was in Puchheim? Nur 8 € der Quadratmeter. Ja, gutes Leben im schönen Puchheim. Aber am Ende kämen nur so, Künstlerinnen. Die sind schön bunt, ich weiß schon. Die machen eine Stadt erst interessant. Aber die haben ja meistens nichts. Nippen den ganzen Tag nur am Rotweinglaseln und wuseln umeinander, dass Kunst nicht systemrelevant ist. Hilfe! Beim Gedanken an eine Niedriglöhnerinnen-Schwemme in unser Puchheim zieht sich mir vor Schreck mein Lederhosen in den Schritt. Apropos Niedriglöhnerin. Bah, was stinkt denn hier so? Bah, das hält dich nicht aus. Bah, sag mal, schweißelst du? Bitte? Ob du schweißelst? Was? Ob du schweißelst, Herrschaft, verstehst mich nicht? Moment, ich habe die ganze Zeit einen rechten Arm oben. Bist bei der AfD? Nein. Da hinten unten sitzt mein Assistent, der Heinrich. Freunde, der tut nicht so blöd, der ist so. Das menschliche Gehirn entwickelt beim Denken eine Energie von 10 Watt. Beim Heinrich sind es 100, weil bei ihm ist der Widerstand größer. Apropos Widerstand, das ist das Motto von uns Wolperdinger. Und wenn ihr mich kennenlernen wollt, näher und besser, na kommt ihr hier am 3. Juli auf die Puckwiese, da machen wir Open Air. Ein tolles Musikkabarettfestival, das größte, das ganz München und der Vorort Puchheim schon jemals gesehen hat. Da kommt ihr und da lernt ihr mich noch ein bisschen kennen. Gell? Ich gebe es jetzt weiter, ich muss wieder abgeben. Das war's von mir. Ich liebe euch. Bussi! Ein Wolpertinger hier in Puchheim. Kommt selten allein. Wolpertinger ist ja auch so ein urbayerisches Tier, irgendwie zusammengewischt aus Wollmilchsau und Orchkatzelschwarf. So. Wenn es um Tiere geht, wenn es um Natur geht, da glaube ich, kann ich zwei Expertinnen auf die Bühne bitten, Dagmar Koch und Jennifer Getzreiter, bitte links und rechts zu meiner Seite. Hier sind sie. Ich habe sie beide eingeladen, weil ja, sie ein bisschen so die Polarität hier in Puchheim definieren oder auch ausmachen. Ich würde ganz gerne ein bisschen mit Ihnen erzählen und reden wollen, wie Sie nach Puchheim gekommen sind, was Puchheim ausmacht und warum, dass Sie sich in Puchheim engagieren sollen. Frau Koch, Sie sind schon länger hier in Puchheim. Ja. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie Sie hergekommen sind. Ja, ich bin, glaube ich, eine sehr alte Puchheimerin. Wir sind schon vor 40 Jahren bin ich hierher gezogen und Grund war auch wiederum Heirat und mein Mann. Ja, Sie sagen jetzt Heirat, Giselle hat Liebe gesagt. Ah, ja. Ja. Nein, die Liebe war auch schon viel eher. Wir sind ja schon 73, haben wir schon geheiratet und hier 81 sind wir nach Puchheim gekommen. Ja. Da hat mein Mann auf dem elterlichen Grundstück gebaut, neu gebaut. Er ist auch hier aufgewachsen schon. Das waren also meine Gründe, nach Puchheim zu ziehen. Ganz banal, weil wir da eben bauen konnten. Ja, der Wolpert hat ja gesagt, so, man kann sich eigentlich hier keine Wohnung, keinen Grund mehr leisten. Ich glaube, mittlerweile ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Damals war es noch einigermaßen irgendwie machbar. Ja, wir haben, wie gesagt,
das von den Eltern geerbt, das Grundstück, und konnten da die Hälfte dann, mit der Hälfte haben wir auch verkauft, weil ja sein Bruder auch einen Anspruch hatte, und auf der anderen eine Hälfte haben wir gebaut, ja. Sie sind jetzt Altbuchheimerin, Frau Getzreiter, Sie sind Neubuchheimerin. Warum sind Sie denn nach Buchheim gekommen? Was hat Sie getrieben? Ja, also wir sind vor 2 Jahren nach Buchheim gekommen, und es war eigentlich Zufall, weil mein Mann arbeitet in Inning draußen und wir haben auch kein Auto. Das heißt, mit den Öffentlichen, uns war wichtig, dass wir eine gute öffentliche Anbindung haben und möglichst einen Wohnort, der zwischen unserer beiden Arbeitsstätten liegt. Ich arbeite im Münchner Norden. Und und da war dann quasi eine Punktlandung im Buchheim. Sie haben quasi mehr oder weniger das Lineal genommen, 2 Radien gezogen und da in der Mitte liegt Buchheim. Nee, uns war der klar, Nabel der Welt. Nee, es war cool. Also uns war klar, es sollte der Münchner Westen werden, einfach damit die Fahrzeit nicht länger wird. Und es ist zufällig Buchheim geworden und wir fühlen uns auch sehr wohl. Tief im Westen gelandet. Genau. Wo die Sonne versinkt. Ja, wenn man hier ankommt, ist man vielleicht erst einmal überrascht von Buchheim. So. War das 73 auch schon so, dass man gesagt hat, okay, na ja, gut. Ja, 73, habe ich... Oder 80. Eben, ja. Wir sind erst 81 hergezogen. Mein Mann schon eher, und ich kannte Buchheim auch schon seit 1970, weil mein Mann da aufgewachsen ist. Damals war das Buchheim noch wirklich viel kleiner und gab ja keine S-Bahn. Da war ja vorher noch der normale Zug nach München rein. Das war also schon etwas von München her noch gesehen abgelegen. Aber 81, wie wir herzogen, war schon einiges los. Da ist dann losgegangen mit den Großbauten, mit den Wohnungsbauten, die hier Plany, Bäumelstraße, diese Großprojekte, die dann stattgefunden haben. Da ist ganz viel Leben reingekommen, ganz viel Bewegung. Ja, auch die Unterführung. Ich kenne noch die Schranke, also das war ja damals wirklich ein schlimmer Zustand. Das können sich heute keiner mehr vorstellen, die jetzt noch, gibt ja Leute, die fordern, dass das für Autofahrer geöffnet werden soll. Also das finde ich unmöglich. Ich bin sehr froh, dass das in diesem Stil gemacht wurde, die Unterführung. Wir haben nur damals, fing eben mein Engagement auch beim Bund Naturschutz an, weil wir nicht einverstanden waren, dass die Unterführung genau auf 3 sehr starke Kastanien zulief. Die mussten da geopfert werden. Und das war so der erste Einsatz, dass wir darum gekämpft haben, dass sie verpflanzt worden sind wenigstens. Da geht's, wie haben Sie denn Ihre ersten Eindrücke hier in Buchheim erlebt? Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, die Unterführung mit den Backsteinmauern, das war auch das Erste, was mich, wo ich mich wohlgefühlt habe. Meine Mama ist Engländerin, da ist ja viel mit Backstein. Und deswegen war das gleich so, schön, Backsteinhäuser. Ich fand es auch sehr einladend, dass da gleich diese Aushänge waren zu diesem ganzen sozialen Engagement, das es gibt, Repair-Café und das Zapf und so weiter und so fort. Das hat gleich so einen schönen Vibe gehabt. Und dann mit den Insektenhotels und den Büchertauschbörsen, hat einfach dieses soziale, ökologische, Multikulti-Vibe, das ist was, das gefällt uns sehr gut und das hat Buchheim gut getroffen. Ist schön, wenn man mal so außensichtig und so frische Sicht bekommt. So, wenn, wir gehen ja mehr oder weniger täglich jetzt vorbei, uns fällt das gar nicht mehr so auf, aber wenn man zum ersten Mal hört, so, und ich höre das zum ersten Mal, okay, diese Backsteinarchitektur am Bahnhof, das erinnert mich an Großbritannien, so, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Wie schlägt man denn Wurzeln hier in Buchheim? Wie kommt man denn an? Ja, also man muss schon, glaube ich, was tun. Also wenn man Kontakt zu anderen Menschen aufbauen möchte, dann sollte man schon einen Schritt auf die Menschen um einen herum zugehen. Und da bietet sich's an. Also ich habe meine Wurzeln geschlagen, auch beim Bund Naturschutz im letzten Jahr durch Zufall am Ökomarkt. Da habe ich dann, bin ich ins Gespräch mit den Bund Naturschützern hier aus Buchheim gekommen und schwuppsdiwupps war ich dann auch Mitglied. Und und so lernt man dann so einfach das soziale Netz durch, indem man durch auf Menschen zugeht, sich engagiert, ins Gespräch kommt, am grünen Markt einkaufen geht beispielsweise. Da lernt man auch immer Leute kennen. Jetzt war es bei Ihnen, Frau Koch, ein bisschen anders, dadurch, dass der Thilo, Ihr Mann, einfach schon hier war. So, wie haben Sie dann Wurzeln geschlagen? Ja, das ist mit Kindern. Die Kinder waren ja dann recht klein. Da ging das sehr schnell. Und wir haben eine sehr nette Nachbarschaft in der Lagerstraße gehabt. Also das war von daher der Kontakt. Ja. Also über Elternbeirat. Ich habe alles so mitgemacht. Die Generation, die dann die gleichen Sorgen hat, einfach auch den gleichen, das gleiche Netz, den gleichen Kosmos hat. So, da trifft man sich, da baut man dann Kontakte auf miteinander. Das, so.
Ja. Das ging recht schnell. Was würden Sie denn den Leuten empfehlen, die diese Möglichkeit nicht haben, so, die jetzt ohne Kinder nach Puchheim kommen, alleine vielleicht nach Puchheim kommen? So, was soll man machen, damit man hier in Puchheim wirklich sagt, okay, ja, das passt mir, da will ich, da bin ich daheim, wie der Wolpert sagt. Was würden Sie empfehlen? Ja, auf jeden Fall zu uns zum Bund Naturschutz kommen. Okay. Da lernt man auf jeden Fall Leute kennen. Mei, ich glaube, da kann man. Ja, ich finde, gerade der Grüne Markt ist ja, ja doch immer eine Kontaktbörse auch. Wir machen ja öfters vor Corona Infostände, dass man auf Leute zugeht und der Ökomarkt. Also da findet man eigentlich schon schnell Anschluss. Also das Fest der Kulturen beispielsweise, also gerade diese städtischen Feste ja, auch zu nutzen. Ja. Okay. Oder zum Beispiel am Neubürgerempfang dabei sein. Genau. Schade, schade. Der Neubürgerempfang ist ja auch tatsächlich immer ein bisschen die Kontaktbörse, das Parship für Puchheim. Da sind ja normalerweise auch die Vereine und Institutionen, Organisationen hier vertreten. Und es geht dann um Kontaktschluss, dass man die Vereine, die Organisationen kennenlernt und eben dann auch ja, fragen kann, ab wann habt ihr denn Training, wie schaut es denn aus, was muss ich am Mitgliedsbeitrag zahlen, was passiert, so weiter und so fort. So. Wenn Sie jetzt, Sie sind aus München gekommen, ja? Mhm. Sie sind aus Bonn. Bonn, okay, hat auch ein B drin. Mhm. was vermissen Sie in Puchheim? Ja, also ich vermisse ein bisschen ein geschlosseneres Ortsmitte. Mhm. Also die Einkaufsstraße, Lochhauser Straße ist so zerrissen, das stört mich immer ein bisschen. Mhm. Ja, das ist so das, was ich vermisse. Also so ein Punkt, wo man weiß, okay, da ist Puchheim, da ist ein bisschen leblos, ja, da rührt sich ein bisschen was, da kommen mehr Leute nicht nur zufällig zusammen, sondern die haben irgendwie ein Ziel. Ja. Und das ist bei uns eher die S-Bahn, gell? Ja, für viele Leute, ja. Ja, genau. Ja, mir geht's weiter? Ja, mir geht es da ähnlich. Also es ist gerade alles um den Grünen Markt herum, hat schon so was Gemütliches. Da gibt es das Kaffeehaus, das sensationeller Ort. Also liebe Neubürger, da sollte man auf jeden Fall mal einen Tee oder Kaffee oder Ähnliches getrunken haben. Kuchen auch sehr lecker. Sowas einfach viel häufiger. Die Lochhauser Straße, die lädt jetzt nicht zum auf der Terrasse sitzen ein. Das würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Und ja, ich habe ja kein Auto, das heißt, ich bin auf öffentliche Verbindungen angewiesen. Ich fände es schön, wenn es mehr Carsharing gäbe, weil es gibt ein Stadtauto, ein Carsharing-Auto in Puchheim, aber es ist jedes Wochenende nicht verfügbar. Und einfach da auch mehr Möglichkeiten zu haben oder eine bessere Verbindung nach Germering beispielsweise, da kann jetzt die Stadt wahrscheinlich nicht so viel machen, aber gerade für Leute ohne Auto ist das tatsächlich, wäre das hilfreich. Ja, die Stadt kann schon ein bisschen was machen und vor allem Sie können was machen. Sie machen ja auch was. Sie sind beide aktiv beim Bund Naturschutz hier in der Ortsgruppe Puchheim. Was hat Sie dazu bewogen, das über so lange Zeit zu machen? Sie haben 81 oder in den 80er Jahren oder als dann 86 die Unterführung dann wirklich gebaut worden ist, ja, für Kastanienbäume gekämpft und dann ist man dabei geblieben. Ja, oder? Es gab immer einen Grund, ja, zu irgendwas zu kämpfen. Das, ja, das, und die allgemeine Umweltproblematik, das Waldsterben, und so, wir haben uns also auch mit den Themen auseinandergesetzt, die nicht nur Puchheim spezifisch sind, mit Demos. Und ne, mir liegt einfach viel dran, dass man schaut, dass Puchheim auch beim Wachsen nicht die grüne Ader verliert, mhm, dass es also noch ein bisschen was Grünes bleibt auch, mhm, und nicht alles zugebaut wird. Ja. Was macht die BN-Gruppe in Puchheim? Was ist los? Welche Aktivität? Ja, also jetzt. Wie können Sie gegenseitig Bälle zuspielen? Okay. Also jetzt aktuell ist die Frau Koch am Organisieren hauptverantwortlich, hat sich ganz viel Mühe gegeben. Wir haben ab dem 1. Mai bis zum 16. Mai eine Plastikausstellung am Alois-Habeck-Platz, Schaufensterausstellung mit, Ja, das ist die Geschichte des Plastik und sowohl wie, welche Arten es gibt und was damit geschieht und wo das dann hinkommt und wie man es vermeiden kann letztlich. Darauf zielt es hinaus. Die Ausstellung ist von der Ortsgruppe Gröbenzell konzipiert worden. Da haben wir sie uns ausgeliehen und zeigen sie eben jetzt nur im Schaufenstern, weil wir es
anders nicht machen können wegen Corona. Ja. Und wir von der Ortsgruppe Bund Naturschutz, wir haben eben zwei Hauptaktionsfelder, sage ich mal, Plastik und Artenschutz. Es gibt eine Streuobstwiese, auf der wir viele Aktionen haben. Ja, wir versuchen, die naturnahen Gärten ein bisschen oder dort zu unterstützen und ja, machen auch gerne mal mit beim Ramadammer beispielsweise. Also wir sind auch gerade noch so in der Findungsphase, eben weil Corona, glaube ich, bei vielen, einen da so ein bisschen die Äste zwischen die Bäume, zwischen die Beine schlägt. Also Entwicklungspotenzial haben wir. Ja, wir wollen uns um die Bäume im Puchheim auch besonders kümmern. Wir haben da so ein Projekt laufen, dass man Besitzer von Gärten mit schönen Bäumen loben und sie mit einer kleinen Urkunde uns dafür bedanken, dass sie sich die Mühe machen, alte große Bäume zu erhalten, oft auch gegen Widerstand der Nachbarn. Da sind wir schon seit einem guten Jahr dabei. Und Amphibien- und Igelschutz dürfen wir auch nicht vergessen. Mhm. Genau. Es gibt hier hinten einen schönen Mondscheinweiher, wo immer die Amphibien unterwegs sind. Da werden regelmäßig die Kröten gesammelt. Und in der Gröbenzeller Straße gibt es jetzt seit letzter Woche endlich unsere Igelschilder in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Puchheim. Hier gibt es schon nickende Gesichter, die eben auf die Igel-Crossing-Aktionen an der Gröbenzeller Straße aufmerksam machen sollen, damit die da nicht zerfahren werden. Und Sie sind immer froh, wenn Leute mithelfen? Ja, selbstverständlich. So. Wie kommt man in Kontakt mit Ihnen, außer über die Internetseite? Ja, direkt anrufen oder hier Rückmeldung geben oder eine E-Mail schreiben. Oder wir haben einmal im Monat ein Zoom-Meeting, wo man sich ganz locker mit einwählen kann. Und also jetzt eigentlich treffen wir uns in Präsenz, wegen Corona jetzt logischerweise online und über die Ortsgruppenseite. Ja, von der Kreisgruppe. Wir sind also Teil der Kreisgruppe Fürstenfeldbruck Bund Naturschutz und da finden Sie auch die Seite Puchheim auf fürstenfeldbruck.bundnaturschutz.de. Ja. Jetzt haben Sie ja schon, Frau Koch, angesprochen, wenn Entwicklung stattfinden soll, Entwicklung stattfinden darf. Wir haben das Thema Wohnungsnot schon gehabt. So, da muss man ja Wohnungen schaffen, da muss man ja Wohnungen bauen. So. Das geht aktuell auf Kosten von Fläche. Mhm. Also wir können jetzt hier nicht New York mit 30 Stockwerken bauen, sondern wir müssen dann auch durchaus in die Breite. Jetzt kämpfen Sie darum, dass so viel wie möglich Land, Grün erhalten bleibt, Natur erhalten bleibt. So. Wie gehen Sie um mit diesem Konflikt, mit diesem Dilemma? Das ist ein Konflikt. Baut man in die Höhe und hat dafür mehr Grünfläche drumherum? Aber beliebt sind natürlich die Einfamilien- und Doppelhaushälften mit kleinen Gärten, wo kein Baum mehr Platz hat, weil oft die Gärten so schmal sind. Deswegen plädieren wir eigentlich schon dafür, für konzentrierteres Bauen. Muss ja nicht gleich 16 Stockwerke sein wie in der Planie. Also das ist schon die Richtung, in der wir agieren. Sie wohnen jetzt in einer Wohnung? Wünschen Sie sich ein Haus? Nein, das muss man putzen. Nein. Wohnung nicht. Auch, ja, doch, aber weniger Wohnfläche ist überschaubar. Okay. Ja, aber Sie können vielleicht nachvollziehen, dass Familien, Sie selber haben auch jetzt ein Kind, dass die irgendwann sagen, okay, du, ich möchte eigentlich ganz gerne eine Wohnung, ein Haus haben, mit ein bisschen Garten und so weiter und so fort. Ist dieses Lebensmodell, geht es noch hier in diesem Raum, in diesem verdichteten Raum um München herum? Ja, ich denke schon, dass es irgendwo geht, aber ich glaube, der Schlüssel ist irgendwo das Maßvolle, oder? Also, dass wir jetzt, ich meine, es gibt ja viele Wohnungen, wo zwei Leute in 150 Quadratmetern wohnen. Das ist halt vielleicht ein bisschen vermessen, so in diese Breite zu gehen. Also, wenn Platz wirklich gut genutzt ist, sowohl für soziales Miteinander als auch für Wohnen oder Sharing, ich meine, oder weil Sie sagen, grün, Fläche, ich meine, man kann ja auch in die vertikale Fassadenbegrünung und Dachbegrünung und es gibt ja verrückte Sachen, wo man sogar Gärten auf den Balkonen hat. Also all diese Dinge, man kann schon auch was tun in Städten für Naturschutz. Tut auch dem Klima gut und der Luft und der Gesundheit. Ja. Und ist die Herausforderung, die durchaus diese Stadt auch meistern muss. Wir haben uns auch
entschieden dafür, dass wir neue Wohnungen errichten, dass wir Wohnraum schaffen. Aber genau in dieser Polarität müssen wir eine Antwort finden, einen Kompromiss finden, der eben beide Seiten bestmöglich irgendwie dann berücksichtigt. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall verstanden, dass wir als Stadt uns nachhaltig entwickeln müssen und dass wir diese Agenda-Ziele auf jeden Fall hier vor Ort auch realisieren müssen und nicht irgendwo mit dem Finger woanders hin zeigen, dass die erst einmal in die Pötte kommen sollen. An Sie beide, der schönste Fleck in Puchheim, geben Sie dem Publikum einen Geheimtipp. Ein Geheimtipp? Ja, ich gehe sehr gerne am Gröbenbach entlang. Das ist da Richtung Böhmerweiher. Dieser Gröbenbach mit seinen Bäumen, die da zum Teil auch reinfallen, hat ein bisschen einen wilden Charakter, wenn man nicht nach zum Industriegebiet hinschaut, sondern nur nach die also Seite, Blickrichtung, Bachseite ist meine Blickrichtung Richtung München, ja, auf die Münchner Richtung. Flur und dann einfach aufs Rauschen und auf das Blättergeraschel dann hören. Nö, auch einmal habe ich sogar, meine ich, einen kleinen Eisvogel mal so flitzen sehen. Also muss in der Nähe sein. Dieser Abschnitt gefällt mir recht gut. Wobei eben Kehrseite ist das Industriegebiet, das nicht unbedingt den Grünstreifen so einhält in manchen Stellen. Da haben wir auch schon gehört. Da geht's weiter. Wo haben Sie einen Geheimtipp? Geheimtipp. Also es gibt zwei, wobei ich mir bei dem zweiten nicht so sicher bin, ob das noch Puchheim ist. Zumindest ist es angrenzend. Okay, wir verifizieren es gleich. Okay, also der erste Platz wäre auf jeden Fall das Kaffeehaus. Einfach, das fühlt sich richtig gemütlich an, dort draußen auch zu sitzen, auf der Wiese, unter diesen tollen Bäumen und hat einfach so was Griebiges. Und der zweite Platz ist der Wald hier hinten, der Fuchsberg. Ist das noch Puchheim? Nein. Sind wir, glaube ich, schon auf Eichenauer Flur, wobei wir uns immer sehr bemühen, größer zu werden und irgendwann Gemeinden bei Eichenau ein. Das ist klar. Auf jeden Fall hier draußen bei unserer Streuobstwiese kann man eben, also Oskar-Maria-Graf-Straße rausgehen und da über die Felder zur Hochzeitswiese von Puchheim, zur Streuobstwiese vom Bund Naturschutz, zum Mondscheinweiher. Diese ist eine schöne Ecke, finde ich. Sehr schön. Wir danken Ihnen herzlich, wir haben kleine Geschenke dabei und bevor ich Ihnen die gebe und nutze ich die Zeit, dass wir überleiten, wir hören jetzt ein bisschen was Historisches, glaube ich, vom Kabarett. Ich bekomme die Geschenke kurz angereicht. Ja, Puchheimer Tassen mit Puchheimer Original Honig. Frau Gitzelhalter, danke. Frau Koch, auch danke an Sie. Ich glaube, Sie haben eh schon eine, aber die kann man immer wieder brauchen. So. Danke fürs Kommen. Kleiner Applaus oder großer Applaus. Wir machen es so wie der Wolfgang. Danke. Darf ich auf die Bühne bitten, während ich den Chat hier noch einmal kurz abgleiche, gibt es einen Chor oder dergleichen? Gibt es einen Chor? Es gibt natürlich Chöre, die Kirchen haben Chöre. Es gibt auch die Chöre, der Gospelchor von Brian Hamilton ist hier. Und es gibt auch immer wieder für Laien ein Orchester, das nennt sich Strack-Orchester, in dem man auch mit den klassischen Instrumenten dann teilnehmen kann. Ich habe hier noch Tennis. Ich suche noch einen Partner, das ist die Willeke Klaasen. Also Partnerbörse, wer sich melden soll über den Chat oder über PN, dann direkt, wir vermitteln. Es gibt den Tennisclub Puchheim hier, die sehr erfolgreich sind, vor allem im Frauentennis. Ich habe hier, es gibt mehrere Chöre, okay, der Zapp Gospelchor ist auch noch da und momentan leider alles auf Eis. Hin und wieder gibt es einen virtuellen Instagram Langschatz.de, das als Hinweis. Ist schön, dass Sie sich gegenseitig einfach auch ein bisschen informieren und den Austausch hier vonstatten gehen lassen über den Chat. So, wen darf ich begrüßen? Ich bin beeindruckt. Ja. Herr Doktor, Herr Professor, Herr... So weit sind wir noch nicht. Okay. Ich ziehe mich aus der Rolle hier zurück. Sie haben die Bühne. Wunderbar. Dann bin ich schon dran. Ja, was ist mit meinem Einspieler? Musik? Naja, egal. Wir sind ja nicht beim zweiten deutschen Fernsehen.
Nun, liebe Neubürgerinnen der schönen Stadt Puchheim, ich freue mich heute an einem frühen Abend den Literaturteil dieser Veranstaltung übernehmen zu dürfen. Und natürlich habe ich wieder drei Bücher mitgebracht, die ich Ihnen nun kurz präsentieren möchte. Alle haben irgendwie, ja, man kann es sagen, mit Puchheim zu tun und sind eine ideale Einstiegslektüre für Menschen, die hier neu angekommen sind. Wie Sie sich denken können, habe ich meine Mission als Literaturkritiker, die Literatur zu pflegen, auch im Himmel nicht aufgegeben. Und ich muss zugeben, ich war überrascht, dass man selbst dort oben bei Amazon bestellen kann. Ja, die Lieferung ist für alle frei Haus. Die Artikel sind sogar umsonst. Ich habe den lieben Gott gefragt, Moment mal, wer zahlt das? Da sieht mich der liebe Gott sehr verärgert an. Da hat er gesagt, ja, ich habe mit diesem Chef von Amazon gesprochen, diesem Jeff Bezos. Ja, er bekommt einen Platz im Paradies. Da habe ich gesagt, ja, Moment mal, lieber Gott, das ist ein Ausbeuter. Hä? Die armen Inder und die kleinen Chinesen, sind die ihnen egal, weil die nicht an sie glauben? Da kratzt sich dieser alte Mann nachdenklich an den Bart und meint, na ja, ich weiß nicht, was ihm Buddha und Konfuzius angeboten haben, aber die haben sogar Amazon Prime. Nun überlegt der liebe Gott, ob er ihm nicht einen Platz neben sich anbietet. Da wird dieser Steve Jobs aber nicht erfreut sein. Wieder zurück zu mir. Ich bin also heute Mittag von meiner Wolke gestiegen, um sehr pünktlich hier zu sein. Bevor ich mich allerdings auf den Weg mache, Moment, das kratzt vielleicht. Moment, ich hoffe ja nicht, dass ich diesen Virus habe. Egal. Also, ich bin heute Morgen hier von meiner Wolke runtergestiegen und da kam noch vorher dieser liebe Günther Krass vorbei. Ja, er kam so auf seiner Wolke vorbeigeflogen und hatte die FAZ aufgeschlagen. Schreit er mich an, Marcel! Hier steht die Spargelstecher in Deutschland, ernten pro Tag Ladenverkaufswerte von 2.000 bis 6.600 Euro. Eine Krankenversicherung für Sie kostet pro Tag 48 Cent. Nun haben die SPD und die Union beschlossen, dass Erntehelfer 100 Tage ohne Krankenversicherung ausgebeutet werden und die Landwirte sich diese 48 Cent sparen können. Und jetzt wollen die auch noch den Söder als Kanzler? Da schaut er nach unten und fragt, wie dumm können die Menschen sein? Ich meinte, Günther, was fragst du mich? Ich habe keine Ahnung, der Wettbewerb läuft wahrscheinlich noch. Oder Fußball, ist bei Günther Grass auch so ein Thema. Ja? Immer wenn er mich sieht, fängt er an, mit dieser grässlichen Zeitverschwendung über Fußball zu reden. Seit Monaten regt er sich auf, weil dieser Jogi Löw gehen will. Ja? Ah, das kratzt, Mensch. Ja, ich habe ihm gesagt, Günther, mein lieber Günther Grass, die haben im Moment keinen neuen für diese Aufgabe. Die hatten da unten 80 Millionen Bundestrainer. Das sind jetzt alles Virologen. Aber nun komme ich wieder zurück zu meinem eigentlichen Programm für diese kurze Zeit hier auf dem roten Sessel in diesem wunderschönen Kulturzentrum Puck. Und ich freue mich, wie schon gesagt, dass ich die kurze Zeit auch hier mit Ihnen verbringen darf. Ja, im Falle, dass ich mich wiederhole, Puchheim ist ein sehr bibliophiles Städtchen. Wenden wir uns also nun zur Literatur. Bei der Erwartung einer neuen deutschen Literatur ist man wie am Anfang eines Walzers. Man hört das m-tata, m-tata und dann fragt man sich nun, wann kommt denn nun endlich die Melodie? Diese Antwort finden wir vielleicht in den nun folgenden drei Büchern. Als erstes ist es eine Autobiografie. Sie heißt, Moment, ich muss das lesen. Sie heißt Ein Stuhl für harte Zeiten. Der Autor war wohl Proktologe und ist heute noch Dauergast hier im Kulturzentrum Puchheim. Dann habe ich noch ein dystopisches Sachbuch. Es heißt Geothermie, Puchheim, die versunkene Stadt. Und das dritte Buch, ein Roman über das Leben einer Krähe in Puchheim. Der wunderbare Titel bei diesem Buch heißt Ich glaube, es hackt.
Auch hier ist die Autorin wieder eine Frau. Ja. Und bitte, ich habe in meiner langen Karriere als Literaturkritiker eine grundlegende Erfahrung gemacht. Frauen schreiben so gut wie Männer. Ich sage nur Rosamunde Pichler. Würde ein Sender wie das zweite deutsche Fernsehen, würde so ein Sender, stellen Sie sich das vor, würde der so viele Ihrer Bücher verfilmen? Bei diesem anspruchsvollen Publikum? Deswegen habe ich den Preis nicht angenommen. Wenn Sie nicht auch wirklich brillant schreiben würde, diese Rosamunde? Ja, ich sage Ihnen, es gibt immer zwei Gründe, einer Frau nichts zuzutrauen. Erstens, sie hat keine Kinder. Zweitens, sie hat Kinder. Und da komme ich kurz zum Thema. Wenn diese, wie heißt sie, Moment, ich hab's gleich. Wenn diese Annalena Baerbock wirklich Kanzlerin wird und alle Leute drohen jetzt damit, sie würden auswandern, dann hätten die Grünen mehr für die bundesweite Wohnungsnot getan als die GroKo in den letzten 16 Jahren. Das sage ich als Kritiker. Ja, wenn ich mir von oben dieses Hin und Her und dieses unwürdige Schmierentheater zwischen CDU und CSU ansehe, dann sage ich fabelhaft, aber falsch. Dann empfehle ich Ihnen, Sie brauchen für Politikerinnen endlich einen Nietendeckel. Zu viele von diesen Akteurinnen äußern sich unverständlich, aber Unverständlichkeit ist noch lange kein Beweis für tiefe Gedanken. Und damit verlasse ich schon unser Literaturprogramm und komme zum Ende. Freunde, wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Guten Abend. Sehr geehrter Herr Dr. Professor sowieso und MCC, Marcel Reich-Ranitzky, schön, dass Sie da waren. Mein lieber Norbert Seiler, Sie schreiben mir immer Titel zu, die ich gar nicht habe. Okay. Welche Titel hätten Sie Kritiker. Denn? Kritiker. Das ist doch ein schönes Wort. Darf ich Sie kritisieren? Ja, Sie dürfen. Ja, heute aber, Abend habe ich keine Kritik für Sie übrig. ich hätte noch eine Frage zur Literaturauswahl. Also die letzten beiden Bücher, die habe ich tatsächlich verstanden. So, ja. Die versunkene Stadt, ja. Geothermie und mit den Krähen. Aber der erste Titel mit der Proktologie. So. Nun, ja, Sie ja? haben... Ja, wo ist der Zusammenhang? Literatur ist ein heißes Pflaster, gerade für Bürgermeister. Das muss man sagen. Okay. Also... Denken Sie an den Titel, ein Stuhl für harte Zeiten. Okay. Ich habe es so verstanden, haben Sie einmal auf diesen Stühlen im Puck gesessen? Okay. Ich glaube, das war das autobiografische Anliegen dieses Proktologen. Doch. Er ist Dauergast im Puck und was macht er? Er sitzt sich den Arsch platt. Gut. Was soll ich da noch sagen? Bitteschön. Also ich meine, ich bleibe jetzt hier sitzen, ja, mein Sofa hier, mein Sessel ist bequem, aber da unten möchte ich nicht für geschenkt auf Stühlen sitzen. Das ist sehr hart. Bringen Sie Ihr eigenes Kissen mit, ich sage es Ihnen. Das wäre eigentlich ein Werbemittel für das Puck hier. Kissen verkaufen, 15 Euro. Sitzkissen für die Stühle. Danke. Bitte. Okay. Drei Insider-Themen. Ich schließe Sie ein in meine Gebete. Ja. Ich sage auch Günther und Thomas Bescheid, dass Sie auch. Also Thomas Mann, Sie wissen schon, das ist der mit diesem Bullenbruch. Okay. Drei Insider-Themen, die wir gerne bei Gelegenheit bei einem Glas Wein oder bei einem Schoppen Bier irgendwie zusammen bearbeiten. Wir machen einen gemeinsamen Literaturkritikabend hier auf der Puchheimer Puckbühne. Einmal im Monat mit den Neubürgern. Ist ausgemacht. Das ist eine gute Idee. Okay. Da bin ich dabei, sofort. Ja, liebe Neubürgerinnen, ich möchte Ihnen ein bisschen das Puchheimer Vereinsleben vorstellen. Und dazu haben wir einige Menschen eingeladen, die aber nur mit T-Shirt da sind. Wir haben hier die Stühle dekoriert mit denjenigen, die hier Vereinsware dann aufgebaut haben. Und ich würde hier einfach diese Wand abgehen mit Ihnen zusammen. Hier ist der Kinderschutzbund mit dem Familienstützpunkt, der in der Lochhauser Straße ist. Und das, was Sie jetzt gerade hören, sind die Glocken der evangelischen Kirche.
gehen. Okay, okay. Ja, also ist auf Wiedersehen. Ist der der Hohldienst? Ja. Okay. Kommen Sie gut nach Hause. Ja, danke schön. Danke schön. Wir haben hier die Nachbarschaftshilfe mit dem Sozialdienst, die sehr viele Angebote vorhält für ältere Menschen, für kranke Menschen, aber auch für Menschen, die sich treffen wollen, vor allem dann auch im ZAP, das in der Heusstraße ist. Hier ist so ein kleiner Treffpunkt, bei dem man nicht nur stricken und häkeln kann, sondern auch sich über Spiele und Kaffee nach, mit anderen Menschen treffen kann. Für ganz Puchheim, das Zentrum aller Puchheim, das ist das Kürzel ZAP, dahinter das Mehrgenerationenhaus. Ich kann Ihnen hier die Kunst präsentieren, nämlich die beiden Künstlervereinigungen, die wir hier in Puchheim haben, nämlich auf der einen Seite den über 40 Jahre alten Kulturverein, der jetzt auch für den Tassilo-Preis der Süddeutschen Zeitung nominiert ist, aber auch die Krios-Künstler, die im Puchheim-Ort eine eigene Gruppe gebildet haben und miteinander hier sehr, sehr viele Kunstausstellungen machen, auch Jazzkonzerte organisieren und auf jeden Fall sehr viel in diesem Puck vorhanden und beteiligt sind und hier das kulturelle Leben sehr bereichern. Wir sind als Stadt Puchheim kinderfreundliche Kommune. Das ist ein Siegel, das wir erhalten haben, das man auch aktivieren und pflegen muss. Dazu gibt es viele, viele Aktionen und auch einen Aktionsplan, den wir uns selber verordnet haben. Und zu dieser kinderfreundlichen Kommune gehören ganz, ganz viele Kindereinrichtungen verschiedenster Träger, die hier ihren Kindern dann wirklich auch ein tolles Angebot machen und sie von 0 bis 18 dann miteinander erwachsen werden lassen. Auch die Fördervereine der Schulen sind ein wichtiger Teil hier in Puchheim, bei dem sie sich engagieren können und bei dem sie dabei sein können, damit Schulen zum Beispiel einen neuen Beamer kriegen oder Schulwegpläne miteinander geschrieben werden. So. Ich habe hier ein Roll-up der katholischen Pfarrgemeinde St. Josef, die ein Pfarrgemeindeverband jetzt ist, zusammen mit Maria Himmelfahrt in Puchheim-Ort. Eben eine der Kirchen ist, die andere Kirche habe ich gerade vorher erwähnt, das Glockenläuten der evangelischen Kirche, die hier in der Nähe des Pucks ist. Wir haben auch noch evangelische Gemeinschaften hier an der Lochhauser Straße, Eckerlager Straße und können Ihnen hier mit dieser Wand ein bisschen näher bringen, was denn tatsächlich in den Kirchen stattfindet. Ein wichtiger Punkt ist Kirchenmusik und eben auch das, was Sie vorher mit Chormusik angefragt haben. Beide Kirchen haben tolle musikalische Angebote, die evangelische Kirche im Posaunenchor, die katholische Kirche hier im Gospelchor, Chamäleons und so weiter und so fort. So. Dann sind wir ein bisschen beim Sportprogramm. Hier habe ich das Roll-up von den Sportfreunden Puchheims. Wir haben insgesamt in Puchheim ja, 3 Allgemeinsportvereine. Das eine ist hier in Puchheim Bahnhof die Sportfreunde. Das ist der jüngere Verein. Und dann gibt es auch noch den FC Puchheim, den größeren Verein. Und in Puchheim-Ort gibt es den SV, den Sportverein Puchheim. Alle bieten viel, viel Breitensport an und sind sehr, sehr kooperativ und ohne große, ja, einfach niederschwellig, wenn Sie da vorbeischauen wollen. Sie werden immer irgendjemanden finden, der Sie unter die Arme nimmt und sagt so, jetzt komm einfach mal her, spiel mit mir Badminton oder geh mit mir einfach auf Radeltour. Ich habe hier die kleine Liste der Radeltouren, der Sportfreunde, die sie vorhaben. Und selbst wenn Corona jetzt noch ein bisschen zuschlägt und ein bisschen länger dann aktiv ist, radeln kann man immer, nützen Sie es aus und melden Sie sich an, einfach dabei sein. Ich glaube, es ist gar kein großer Aufwand hier, diese Radeltouren dann mitzumachen. So. Ich habe hier Sideco Annie und Swamp Cats, 10.7. Samstag, 20 Uhr. Und das ist ein kleiner Auszug aus dem riesengroßen Programm, aus diesem enormen und wirklich spannenden Programm, das dieses Kulturzentrum hier Ihnen bietet. Ein extrem buntes, vielfältiges Programm, hochwertiges Programm. Sie können hier Kabarett haben, Sie können hier Jazz haben, Sie können hier aber auch Worldmusik haben und Kammermusik haben. Literatur, alles ist hier in diesem Raum möglich und alles wird hier in diesem Raum geboten. So.
Ihr ein Schild vom TC Puchheim, das ist der Tennisclub Puchheim, seit 1972 da. Und da kommt mir dann tatsächlich schon ein bisschen die Idee, 1972, nächstes Jahr dann riesengroßes Jubiläum. Die Feuerwehren, die hier mit T-Shirts dabei sind, hatten schon ein Jubiläum bzw. haben Jubiläum. Die Puchheim-Ortler Feuerwehr hatte letztes Jahr das 150-jährige Jubiläum. Hat leider auch nicht ganz geklappt mit den Feiern. Wir feiern nach und die Puchheim Bahnhofer Feuerwehr hat im Jahr 2023 das Jubiläum. Die Feuerwehren sind eine der Institutionen, die lebenswichtig sind, die systemrelevant sind und bei der Sie auch immer wieder gerne mithelfen können und sich einbringen können. Übrigens eine spannende Geschichte und die Feuerwehren bilden Sie aus. Sie können, wenn Sie dabei sind, auch einen Führerschein für die großen Autos machen. Auch da unterstützt Sie die Stadt so. Ich gehe auf die andere Seite rüber und hier sind wir auch nochmal bei einer Einrichtung der Stadt, nämlich die Stadtbibliothek, die am Rathaus sitzt und hier ein sehr tolles, buntes Programm für Sie alle zur Verfügung stellt, neben den Büchern, die wir hier immer wieder aktualisieren. Lesen gefährdet die Dummheit und die Bibliothek hier trägt einen wesentlichen Teil dazu bei, dass in Puchheim Bildung und eben auch Lesekultur dann vonstatten gehen. So. Eine ganz tolle Einrichtung ist die Kreismusikschule und zwar die Sektion hier in Puchheim mit Frau Neuland, die diese Kreismusikschule leitet, in der sie ihre Kinder auch tatsächlich von 0 bis 18 alle unterbringen können, in verschiedensten Gruppen, Spielgruppen und so weiter und so fort, bis zum Puchheimer Blasorchester, das auch hier bei der Kreismusikschule dabei ist. Die Kreismusikschule hat einige YouTube-Konzerte jetzt noch vor, ich glaube am 8. Mai, am 15. Mai ist eins, soll ich Ihnen ankündigen. Wenn es nicht genau der richtige Termin war, entschuldige ich mich und Sie schauen auf jeden Fall irgendwie auf der Homepage bzw. in der Presse nach, ob es der richtige Termin ist. Und weil ich Sabine gerade hier sehe, wir haben natürlich auch viele, viele andere Träger, die Musikunterricht machen und die Kinder einfach zum Flötenunterricht motivieren, damit hier solche Gruppen wie Punzblech, wie Puchheimer Blasorchester und so weiter entstehen können. So. Die brauchen wir dann, wenn unser großes Volksfest ist. Ja, Sie hätten hier am 6. April 2021 ein Volksfest haben können. Und ja, das ist das aktuelle, Frau Slatino. Ja. Und das alte Volksfest, das letzte Volksfest, das wir gefeiert haben, war im April 2020. So, wir feiern ein wirklich schönes Volksfest, locker, leicht, lustig, das ist ein bisschen das Motto, das dahinter steht, so nicht zu groß für uns Puchheimerinnen und Puchheimer, aber auch für alle Gäste, die vorbeikommen möchten. Und es ist wirklich ein bisschen traurig, dass wir jetzt 2 Jahre kein Volksfest machen können. Ich bin gespannt auf 22. Wir haben schon eine riesengroße Kabarettzusage für dieses Volksfest und wir freuen uns, wenn es dann wirklich so ist. Ein kleiner Trost vielleicht für 21. Das Wetter wäre in diesem Zeitraum wirklich nicht ganz so gut gewesen. Also vielleicht ist es auf jeden Fall dann im nächsten Jahr doppelt schön so. Es ist im April, es ist meistens noch ein bisschen frisch, aber wir machen uns die Stimmung so, dass uns warm wird. So. Ich habe hier das Haus 4 für Asyl. Das sind die Asylhelfer Puchheim. Wir haben 2015 hier diesen Helferkreis gegründet, weil wir natürlich auch mit der Situation der Flüchtlingsströme 2015 umzugehen hatten. Und viele, viele Leute haben hier wirklich tolles Engagement gezeigt, haben sich eingebracht, haben mir einfach auch geholfen, ganz unkonventionell und ohne großen Aufwand. Und aus diesem Helferkreis ist dann tatsächlich auch dieser Asylhelferkreis geworden, der sich aktuell auch weiterhin kümmert, der auch Unterstützung von Ihnen braucht. Wir haben hier eine Gemeinschaftsunterkunft, in der immer noch viele, viele Leute leben, untergebracht sind, auch viele, viele Leute, die dann tatsächlich auch eine Wohnung bräuchten.
damit sie aus dieser Gemeinschaftsunterkunft ausziehen könnten. Und wenn Sie da irgendjemanden kennen oder selber irgendwie jemanden, selber eine Wohnung haben, wo Sie denken, okay, vielleicht brauche ich die jetzt in der nächsten Zeit nicht mehr, weil ich mich irgendwie räumlich verändere, dann melden Sie sich und die sind wirklich dankbar, dass Sie hier eine Wohnung, eine Bleibe in Puchheim bekommen können. Diese Stelltafel ist gestaltet worden aus dem Sozialamt hier in Puchheim. Das drückt ein bisschen die Vielfalt des sozialen Engagements hier in Puchheim aus. Wir werden im Juni eine Themenwoche engagierte Stadt haben. Auch da sind wir gesiegelt dafür. Und Sie sehen hier die vielen Möglichkeiten, dass Sie sich sozial engagieren, als Bildungsbegleiter im Ehrenamt, als Begleitung für Seniorinnen und Senioren und eben auch als Jugendlicher. Puchheim sagt Danke, ist eine großartige Aktion für diejenigen, die als Schulsanitäter unterwegs sind, als Feuerwehrler, als Übungsleiter beim den Sportvereinen. Puchheim ist international und zwar international deswegen, weil wir Städtepartnerschaften haben und da ist ein bisschen das zweite Herzleiden bei mir, der zweite Herzschmerz. Wir haben Gäste oder wir haben Partnerschaften mit Nagy Nizsa und Salakaros in Ungarn, wir haben Städtepartnerschaften mit Atnang Puchheim in Österreich und wir haben eine Städtepartnerschaft mit Salo in Finnland. Und wir können uns seit 2 Jahren eigentlich nicht richtig sehen und nicht richtig treffen. Und das ist ein bisschen schade, weil gerade diese Städtepartnerschaften öffnen den Horizont nach draußen und zeigen eigentlich, dass wir nicht ganz alleine in der Puchheimer Welt sind, sondern dass es viele, viele Leute gibt, die Freundschaften mit uns schließen und die auch andere Gedanken haben und anderes reinbringen. Wir haben 2 Vereine, die diese Partnerschaften pflegen, nämlich den Deutsch-Ungarischen Verein und den Deutsch-Finnischen Club. Und Sie können immer noch Kontakt aufnehmen. Die sind online unterwegs und versuchen hier einfach auch ein spannendes Programm aufzulegen. Und wenn es einigermaßen geht, kann ich Ihnen jetzt schon ein Turnier empfehlen, nämlich das Mölke-Turnier, das glaube ich im Juli dann hier auf der Puckwiese dann stattfinden soll und sicherlich auch stattfinden wird. Zur Bildung gehört nicht nur die Schulen, die hier in Puchheim sehr vielfältig sind, mit den weiterführenden Schulen des Kreises, Gymnasium und Realschule und natürlich mit unseren eigenen Schulen, die 3 Grundschulen und die Mittelschule, die hier in Puchheim existieren und ja auch viele, viele Schülerinnen und Schüler auffangen. Zur Bildung gehört Erwachsenenbildung dazu und das ist hier abgedeckt zum Teil oder mit der Volkshochschule, die hier einen wichtigen Beitrag leistet, dass sie Kurse machen können, dass sie hier im Computer fit sind, dass sie Zoom lernen, dass sie hier Yoga lernen und so weiter und so fort. Und auch die Volkshochschule hat sich ein bisschen ein Programm aufgelegt und vor allem auch ein bisschen ja, Werbung gemacht für dieses Jahr. 400 Kurse, 4000 Menschen jedes Jahr und ein Punkt ist eine gemeinsame Ausstellung zusammen mit dem Bund Naturschutz hier, mit der Bund BN-Gruppe hier in Puchheim. Jetzt schaue ich gerade, ob ich was vergessen habe. Ja, ich hätte was vergessen, nämlich Sie haben auch die Möglichkeit, bei politischen Parteien mitzuwirken. Auch das ist Engagement, auch das ist wichtig für die Gesellschaft, für die Zivilgesellschaft, dass Sie hier eben auch einen Beitrag liefern. Und Sie haben vorhin gerade Gisela Gigliotti gehört, so, die sich in einer Partei engagiert. Die Gesellschaft lebt tatsächlich auch von politischer Teilnahme und da würde ich Sie auch bitten, schauen Sie einfach rum, so wenn Ihnen irgendwas sagt, so wir haben diverse Gruppen, politische Parteien und Bürgergruppen, die Sie gern kontaktieren können und bei denen Sie gern vorbeischauen können. So. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus der Vielfalt des Vereinslebens hier in Puchheim und ich würde mich jetzt noch freuen, wenn ich kurz ein paar wichtige Personen begrüßen darf, die hier schon ein paar Mal genannt worden sind. Und da schaue ich auf die Bühne, ob vielleicht mein Spezialgast und meine Spezialgästin schon auf der Bühne sind. Die Regie leuchtet drauf und wir müssen irgendwas machen oder irgendwie mit Applaus reagieren. Ich weiß es nicht.
Aha. Okay. Ach so. Ach so, ja. Ja, gleich. Themenwechsel. Ja, Themenwechsel. Tri, tra, trulala, tri, tra, trulala, tri, tra, trulala, tri, tra, trulala. Hallo, servus. Braucht ein bisschen, gell? Servus, ich bin das Kiffer Kasperl. Puchheim rockt. Deswegen sing ich euch jetzt was. Zwar. Ich hab noch nicht gescheit lesen können, da kam ich auch schon drauf. Jeder Schmarrn ist Eibackel, du kriegst ihn auch schlecht auf. Jetzt steh ich an einem Wahlkampfstand von der CSU. Ich krieg ein Backerl Werbeschmarrn und der redet mir gut zu. Sie müssen nur den Söder durch ein Laschet ziehen und mit der kleinen Merkel ganz nach oben drehen. Da erscheint dann ein Spahn und da drücken's dann drauf und schon nimmt das Drama seinen Lauf. Der war gut, oder? Ja, Wahnsinn. Gestern bin ich in Puchheim gestanden, an einer roten Ampel. Und dann habe ich ganz lang in das rote Licht reingeschaut. Du glaubst ja nicht, wie schön bunt rot sein kann, ich sag's dir. Servus, ich schleich mich. Ja. Ist schon recht. Lustig ist anders. Grüß Gottler, meine lieben Untertanen. Bitte Leute, das kann es doch nicht sein. Ich bin doch der Kanzler der Herzen. Oder? Oder sehe ich da was falsch? Wo ist die Zustimmung von meinem Volk? Bin ich der Kanzler der Herzen oder nicht? Doch, also, dann traut euch euch das zu sagen. Das gibt's doch nicht. Grüß Gott, mein lieber König. Da ist er ja, mein Spaßmacher, der Edmundus. Das ist nicht die Frage. Die Antwort muss lauten, warum hat dieser Armin Lutscher Laschet. Ja, wir brauchen mehr Mitglieder in der CSU. Und innen. Ja, nein, von außen. Von Rauxel, Dings, von Stuttburg, Wolfsgart, aus allen Gauen sollen sie zu uns kommen in die Mutter der Dings. Edmundus, du sagst es. Es kann doch nicht sein, dass Markus Söder einen Baum umarmt. Und auf dem Foto sieht das aus, als ob sich der Baum vor dieser Umarmung mehr fürchtet als ein Nüsslein vor dem Staatsanwalt. Dreckslinke Presse. Da werde ich zum Widerer in der schwesterlichen Jagdgründen dieser Laschet luschen. Edmund, bitte. Ich tät heute gerne ein wenig lachen. Warum? Ja, vielleicht, weil ich dein König bin. Was soll ich da jetzt machen? Ja, wie wäre es vielleicht mit ein paar Witzle? Witz? Das, was sagt der Origami-Meister zu seinem Schüler? Weiß ich nicht, hast schon mal gesagt, aber ich weiß es nicht. Das kannst du knicken. Ja, nicht schlecht, aber den kenne ich schon. Was sagt der Pirat, wenn er trockenes Gras sieht? Weiß ich nicht. Ahoi. Check ich nicht. Was, mein lieber Freund, sagt der Engländer, wenn ihm ein Rindviech entlaufen ist? Was war's ich? Ich war's es nicht. Oxford. Der ist gut. Den habe ich gleich kapiert. Der ist so gut, der könnte fast von mir sein. Das, mein lieber Freund, ist nicht die Frage. Ja, was dann? Liebe Mitgliederinnen, werden Sie heute noch Puchheimerinnen der CSU? Das geht übrigens auch online. Nicht nur das, mein lieber Söderling, sondern auch digital. Quasi aus der Lepphose in den Ledertop. Wer hat Klimaschutz seit 15 Jahren schon rein verbal auf der Agenda? Ich, die CSU. Wer hat 500 Millionen in die Maut investiert? Ich, die CSU. Wer hat eine wunderbare, ehrwürdige Bank vor dem Ruin und somit Bankerfamilien vor dem Hungertod gerettet? Ich, die CSU. Das war mir übrigens 33.000 Wohnungen war mir das wert. Nein,
Meine Herrinnen, wir haben nicht nur die FFP2-Masken zu einem bayerischen Hochpreisartikel gemacht, wir haben auch neue Freunde in China gewonnen. Ja, ja, China, der Xi Jinping, das ist ja Kaiser, oder? Das, ja, das ist doch mehr als König. Mein lieber Dings, ist das, Edmundus, ist das mehr als Bundeskanzler, so ein Kaiser? Bundeskanzler? Ja, Edmundus, bitte, bring mir doch einmal meinen Spiegel. Den hast du gestern kaputt gemacht. Was? Das kann's doch nicht sein. Doch, sie waren erzürnt, meine Hoheit. Dann holen wir einen anderen Spiegel. Ja, aber ich guck mal, ob ich überhaupt einen finde. Ja, das kann's doch nicht sein. Stimmt, ich habe gestern einen Spiegel kaputt gemacht. Ich habe gestern zu meinem Spiegel gesagt, Spieglein, Spieglein, in der Hand, wer ist der schönste Kanzler im Land? Und was sagt der Spiegel? Sie, mein lieber Söder. Aber die Annalena hinter den grünen Bergen bei den grünen Zwergen ist viel schöner als ihr. Das war's. Da habe ich den Spiegel einfach batsch. Untertanen, ich gehe jetzt mit dem Udo or Cola Light trinken, vielleicht kann ich ihn noch umlenken. Und ihr denkt dran, im Herbst CSU wählen, na seid ihr sicher. Servusla, euer Dr. Markus Söderler. Guten Abend. So, jetzt brauche ich die Verlosung. Dr. Markus Söderler, wir bräuchten dich kurz nochmal. Wir hätten hier natürlich auch viele, viele Leute eingeladen und wir haben ihnen versprochen, dass wir hier auch für diejenigen, die keinen Platz hätten und hier einfach nicht teilnehmen könnten, eine kleine Verlosung unter anderen Anmeldungen dann machen würden. Und die würden wir jetzt hier machen. Ich habe hier drei Preise. Und eine große, große Lostrommel. Naja, und wer könnte das besser, das losziehen, als unser Landesvater, der Dr. Markus, der Söderler. Herr Söderler. Moment einmal, ja, jetzt bin ich da. Ja, ja. So, jetzt ein Tellerle. Tellerle haben wir nicht, aber ja, ich kann sie noch ein bisschen da rein. Muss ich jetzt da reinriechen oder was? Das darf doch nicht sein. Was soll ich sagen? Ja. Schütz ein bisschen her, jetzt muss ich ein bisschen Krawall machen da. Jetzt tue ich einen Zettel, oder? Du kennst mich, greife immer zwei. Jetzt habe ich einen. Und habe ich gewonnen? Ja, logisch. Ja, mach mal auf, was habe ich denn gewonnen? Okay. Na, das kann es doch nicht sein. Ein Kochbuch, internationale Küche. Frau Stefanie Schmitz, das wäre das erste Kochbuch. Moment, ist die von der CSU? Macht die CSU? Ja, steht drauf. Steht drauf, wunderbar. Frau Stefanie Schmitz von der CSU. Jetzt, wunderbar. Jetzt nehmen wir mal die rote Ampel. So, gut mischen und auf die Krone ein bisschen aufpassen. Das darf nicht wahr sein, ja, als jetzt, König, das ist ein Scheißklump da. Jo. Ja, selber lesen ist ein bisschen schwierig, oder? Schwierig jetzt, bitte. Okay, also, Frau Doris Höfling. Ja, nein, das ist eine Grüne, die kenne ich. Ja. Die kenne ich. Ja, gilt aber trotzdem. Tut mir leid. So, jetzt nochmal. Also nochmal ein wenig. Nein, und? Boah, ich habe Angst, dass er stecken bleibt. Du kennst das, ein gescheites Mannsbild muss schon gescheiten auf. Jetzt boah, jetzt sind wir aber gespannt. Jetzt ein Dr. Nüsslein. Ja, da steht MRT drauf, Merkel. MRT? Na, Frau Daniela Merten. Herzlichen Glückwunsch. Das war aber haarscharf. Ja, das war haarscharf. Das schenke ich dir. Also, du darfst es übergeben. So, wir danken dir, dass du dabei warst. So, und nochmal einen großen Applaus an Dr. Markus Söderler. Das hier sind die Preise, die lassen wir Ihnen zukommen. Und ja, wir hatten vor ungefähr 8 Jahren versucht, hier in Puchheim ein neues Logo aufzusetzen. Das haben wir auch geschafft. Und damals haben wir überlegt, ob wir denn ein Claim dazu packen zu diesem Logo, einen Slogan zu diesem Logo, und wir haben uns dagegen entschieden, weil wir einfach so viele verschiedene gute Botschaften gehabt hätten, die wir auf diesen Claim raufbringen hätten müssen, dass wir ihn gar nicht untergebracht hätten. So, aber ich habe mir heute meine Gäste auch dazu motiviert, dass sie sich einen Claim, einen Slogan ausdenken bzw. mitbringen, auswählen. Und ich würde hier zum Schluss, zum Finale nochmal meine Gäste nach oben bitten und ihren Slogan für Puchheim präsentieren lassen. So. Frau Koch, nach vorne, in die Mitte rein.
Ihr Slogan für Puchheim. Mein Slogan lautet: Mache deine Stadt zu deiner Stadt. Dankeschön. Sabine vom Punzblech. Mein Slogan lautet Puchheim. Mein Slogan lautet Puchheim, jetzt für immer. Dankeschön. Weiß jemand vielleicht, wo der Slogan herkommt? Eine Stadt hat es, aber könnt ihr im Chat dann beantworten. Stefan. Mein Slogan lautet Puchheim, kleine Stadt, große Liebe. Die deutsche Kleinstadt in Puchheim. Danke. Und ihr seid dran. Mein Slogan, Puchheim, viel vor, viel dahinter. Viel dahinter. Ist aus Karlsruhe geklaut. So, was haben wir noch? Puchheim, Stadt, Land, Leben. Weiß ich gar nicht mehr, wo wir den her haben. So, wen haben wir noch? Mein Slogan, natürlich besonders für die Neuen, Puchheim mag dich. Das stimmt. Bloß warte noch. Frau Wipiewski, hier sind ein bisschen diejenigen, die tatsächlich dazu beigetragen haben, dass dieser Neubürgerempfang so funktioniert, Frau Wipiewski, die das vorbereitet hat, zusammen mit Frau Slatinov und die Technik und so weiter. So, Frau Wipiewski. Ja, mein Slogan ist Puchheim, wir sind die Stadt. Wir sind die Stadt, wir sind die Stadt, oder? Genau. Frau Slatinov. Mein Slogan ist kleine Stadt, große Liebe. Ja, Puchheim ist klein, aber bis jetzt... Mon amore. Dann, eigentlich wollte den Heinrich... Ja, Joe, komm doch. Ja, Wolper, was ist los mit dir? Natürlich. Hast du auch einen Slogan? Mein lieber Norbert. Also, der Heinrich und ich sind der Meinung, unser, viel besser mein Slogan ist, zu Hause ist, wo die Jogginghose wohnt. Aber das ist dann, wenn, dann in Puchheim. Bin dann hier. Bussi! Wenn dann hier. Musik. Wir haben Ihnen viele, viele Informationen zusammengestellt, wenn Sie heute nicht teilnehmen konnten und bei den Ständen vorbeigehen konnten. Wir haben Sie in eine Tasche gepackt, die ganzen Flyer und Informationen, auch die Informationsbroschüre zur Stadt, wo Sie sich dann auch informieren können, wo denn wirklich auch die ganzen Adressen dabei sind. Wir haben Ihnen auch auf der Homepage alles Mögliche zusammengestellt, um hier eben auch anzukommen. Und ich danke am Ende noch allen diejenigen, die diesen Neubürgerempfang gestaltet haben, die Organisatorinnen, die Technik hier im Buch, so die Akteure, Künstler, Gäste, Altbuchheimerinnen, Neubuchheimer, die das gestaltet haben. Ihnen allen herzlich willkommen hier im Puchheim. Es ist schön, dass Sie dabei sind jetzt. Wir sehen uns, wir hören uns. Servus, pfiat euch gut. Ja, Moment, noch was. Es war so im Flow. Für alle daheim, für alle an die Bildschirme, wir haben eure IP-Adresse. Wir haben sie. Und sicher, wir wissen, wer nicht mehr online ist. Und ihr könnt euch sicher sein, wir finden eure Gesichter im Netz. Und das ist ja auch nicht schlecht, wenn man weiß, wer so von den Neubürger einem nicht mag. Oder wer vielleicht, wo seine Schwachstelle? Nein, Schwan. Freunde an den Bildschirmen daheim, wir lieben euch. Jawohl, der Dr. Norbert Seidel und alle, die da sitzen und ganz Puchheim. Schön, dass ihr da seid. Macht das Puchheim richtig bunt. Bussi. Bussi, tschüss, servus, pfiat euch. Wir sehen uns und wir hören nochmal Punzblech.
haben ja gar Kamera. Ist recht. Thank you.